Welcome. Heute werden wir den Unterschied zwischen bon und bien anschauen. Bon bedeutet gut und bien bedeutet auch gut. Wie kann man die zwei Sachen unterscheiden? Der erste, bon, ist ein Adjektiv und ein Adjektiv qualifiziert ein Nome. Das heißt, es beschreibt einen Gegenstand oder eine Person. Bien ist ein Adverb und bezieht sich auf ein Verb. Das heißt, es sagt, wie etwas passiert oder wie etwas ist. Jetzt nehmen wir zwei Sätze, die das gut illustrieren. Il travaille bien, er arbeitet gut. Bien ist ein Adverb. Il fait un bon travail. Hier, bon ist der Adjektiv. Die Arbeit ist gut, also es beschreibt eine Sache. Andere Beispiele mit Adverben und Adjektiven, lent und lentement, das heißt langsam. Dieses Auto ist langsam. Il conduit lentement, er fährt langsam. Also hier sehen Sie, dass lentement ist, wie er fährt. Das qualifiziert nicht das Auto, sondern wie der Fahrer das tut. Gentil, gentil heißt nett. C'est une gentille personne. Die Person ist nett. Oder elle parle gentiment. Sie spricht in einer netten Weise. Adverb. Ich hoffe, dass es Ihnen geholfen hat. Was man sich merken soll noch, ist, dass bien unveränderbar als Adverb ist und bon wird immer an das Objekt angepasst. Das heißt, im weiblichen Form haben wir bonne, B-O-N-N-E, oder im Plural, man muss noch ein S dazu nehmen. Also, bis nächste Woche. Viel Spaß und einen schönen Tag.